drücke irgendwie diese unter dieses diese Beckentaste zum Fortfahren oder L zurückhört zu Windows. Ich drücke jetzt mal Enter und Potzblitz, das ist diese komische Unterbodenbeckentaste da Taste. So, und damit herzlich willkommen zum nächsten, naja, übernächsten Spiel von Let's Play Need for Speed. Und zwar sind wir jetzt bei Teil 20. Ja, Putzblitz, warum mache ich denn jetzt hier Teil 20 irgendwas abgeschmiert? So, jetzt. Ich hoffe, es hat geklappt. So, da kam mir die Windows-Farbschema-Auswahl dazwischen. So, warum spiele ich denn das jetzt? Das ist ja komisch. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich sollte doch eigentlich mit Shift weitermachen. Ja, nur habe ich durch mehrere Quellen erfahren, dass dieses Spiel nicht nur eine ultramiese, naja, Resonanz bekam und als allgemein ziemlich schlecht, wenn nicht das schlechteste Need for Speed an sich zählt. Das wäre ja kein Grund, das gleich zu spielen. Sondern es hat eine Always-On-Funktion. Sprich, sind die Server offline, kann man dieses Spiel nicht spielen. Sprich, wenn EA irgendwann ihre Server abschaltet, und wir kennen EA, das wird demnächst passieren, dann kann man das Spiel nicht mehr spielen. Und das wäre ja total doof. Voll Moppelkotze. Und deswegen dachte ich mir, zock's es mal, solange es noch geht. So, Steuerung. Ja, ich hab hier keinen Controller. Ich fahre mit Tastatur. Danke, dass du das mir nicht anbietest. HUD in Schnappschüssen will ich alles nicht. Minikarte, Tacho, Gamepad, Vibration will ich nicht. Spielmodi anzeigen, ja, okay. Escape zurück. Audioeinstellungen. Optimiert für Heimkino. Optimiert für Kopfhörer. Optimiert für Tele. Ja, okay, dann. Stereo-Abmischung. Kannst ruhig einmachen. Musiklautstärke ist so. Lassen wir erstmal so. Effekt machen wir immer so ein bisschen runter. Kopfstimme ein. Ja. Playlist. Ja. Okay. Grafikeinstellung. So, da habe ich natürlich schon ein bisschen was hier eingestellt. Wer die Let's Plays hier verfolgt, der weiß, dass ich sowas immer mache, bevor ich mit der Aufnahme beginne. Damit sowas, was eben gerade passierte, nicht passiert. Peinlich. So. V-Sync brauchen wir nicht. Fenstermodus. Nein. Bewegungsunschärfe finde ich auch voll Moppelkotze. Deswegen lassen wir das weg. Schattenqualität hoch. Gamma-Korrektur schön hell. Nicht nur damit ich was erkenne, sondern ihr vor allen Dingen. Umgebungsverdeckung. Kein Plan. Müsste ich mich noch schlau machen. Hoch. Geometriedetail hoch. Anti-Aliasing FXAA. Das ist das Bessere von beiden. Und einmal zurück. Datenschutzeinstellung will ich nicht. Deinen Verlauf zurücksetzen. Voll uninteressant. So, jetzt, wieso kann ich denn trotzdem hier nicht die Steuerung? Was ist denn das für ein Quatsch? Anpassen. Ah! Nee, nicht Gamepad. Beschleunigen. Geht nicht. So geht das. Nein, das war schon richtig. X ist anpassen. Gott, ist das umständlich. So, nach oben bremsen, nach unten links, rechts. Handbremse, Leertaste. Kamera ist C, das können wir machen. Kamera vorwärts drehen. Kamera rückwärts drehen. Wer will denn das? Kamera links drehen, Kamera rechts drehen. Nitro ist Umschalt. Können wir eigentlich lassen. Motor abstellen, X. Aha. Hochschalten ist Alt, runterschalten ist Q, Schnappschuss aufnehmen, ja meinetwegen. Musiktitel überspringen ist Track. T, na, können wir vielleicht gerade so. Karte ist 0. Was haltet ihr denn von Tab? Aha. Das geht schon mal nicht. Okay, was haltet ihr denn von M, wie Map? Das klingt doch hervorragend. So, zurück. Zurück. Möchtest du die Einstellung speichern? Ja, sonst hätte ich sie ja nicht vorgenommen. So, Spieleinstellungen, das hatten wir gerade. Hatte ich das gemerkt? Ja.
Bla bla bla. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Tageschallenges. Ken Block Style deines Lebens. Ah. Ja, ich habe das Spiel schon mal so ganz, ganz bisschen angefangen auf der PlayStation 4. Bin aber nicht sehr weit gekommen. Hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Und dann habe ich es erstmal wieder in der Ecke stehen lassen. Bis ich dann eben vernahm: Hoppala, always on. Voll doof. Okay. Schön ist ein knallharter Spielermodus im Tuner-Stil, in dem du gegen andere menschliche Spieler antrittst. Stürz dich mitten ins Geschehen, indem du schnelles Spiel auswählst und der ersten verfügbaren Speedlist beiträgst. Oder wähle einen von drei. Danke. So schnell war ich nicht. Wir nehmen mal All Drive. Das wurde auch erzählt, dass die Ladezeiten katastrophal sein sollen. Man wartet. Und wenn er dann fertig geladen hat, wartet man wieder. Also momentan kann ich das Nervige mit dem Laden nachvollziehen. Also ja, es ist nicht auf meiner SSD installiert. Nein, so lange haben die Spiele bis jetzt nie laden müssen. Ah, typischer Windows-Fortschrittsbalken. Ist er am Ende, geht's noch lange nicht los. Dient also lediglich der Ruhigstellung des Spielers. Und wann es tatsächlich fertig ist, das weiß nur das Spiel. Ja, ist ja gut jetzt hier, nun mach doch mal. Das Doofe ist, dass die HDD-LED... Ah, jetzt. Entspann dich, die sind noch Blocks entfernt. Du hast keine Bewährung. Ich bin raus. Weichei! Ha! Junge, du musst dir das unbedingt ansehen. Ein paar große Namen sind in der Stadt. Ich bring dich zu meinem Kumpel Travis, der will ein paar Wagen loswerden, Mann. Kein Scheiß. Höchste Zeit für ein Upgrade, ich sag's dir. Ich bin Spike. Ich seh dich doch, okay? Mm-hmm.
hier ist Spike. Dachte, ich ping dich mal auf Plan. Wow, hier geht's echt ab. Heute Abend sind ein paar wichtige Persönlichkeiten in Ventura. Also halt die Augen offen, wenn du kommst. Der Ort ist schwer zu finden. Absichtlich, verstehst du? Okay, ich hab dir einen Link geschickt. Check deine Karte. Alles klar, wir sehen uns. Ja, das wurde auch bemängelt, dass das Spiel hier einen ganz grausigen Slang hat. Nämlich alles so Hashtag, wir sind jetzt die Internetgeneration und reden auch nur so. Boah, bla, lull, Hashtag irgendwas und all so ein Kram. Folge der blauen Linie auf der Minikarte irgendwas, ja. Fordere jederzeit andere Fahrer heraus, das Gegenteil ist auch möglich, also sei bereit. Der Publisher, ne? Nein, der Fall ist der Typ gemeint. Das sah aus wie Rob Zombie. Wir sprechen später. Mann, du bist echt da. Siehst schick aus, Mann, das ist gut. Ein paar wichtige Leute sind da. Komm mit, ich bring dich zu meinen Jungs. Komm mit. Oh, hey. Wer hat sich denn da verirrt? Wer ist Bambi? Unser Bambi hier hat einen 150-Meter-Drift rausgehauen auf der I-5-Kreuzung bei Turner, Mann. Oh, der Kleine dreht auf, das ist echt krass. Muss so gewesen sein. So high war mein Spike nicht mehr seit... Er ist immer so high. Ja, und dafür liebst du mich. Robin, viel Glück und bleib dran. Vertrau mir, er passt hier gut rein. Weißt du was, ich stelle ihm sofort Travis vor. Vielleicht gibt er ihm einen Wagen, der uns nur Platz kostet. Du kannst mal deinen Cappy in Ruhe lassen. Das sieht voll scheiße aus, wenn du da mal dran rumzupfst. Und es trotzdem nicht abnimmst, um dich zum Beispiel vorzustellen. Was geht ab, Ames? Nichts. Das ist Amy. Ist sie nicht toll? Hab dich auch lieb. Travis! Yo! Du musst jemanden kennenlernen. Ach ja? Erzähl mal, wieso? Du hättest ihn sehen müssen. Seine Kontrolle ist der Hammer. Tja, du bist wohl aufgefallen bei unserem Speedracer hier. Echt, Mann, er ist ein Hammerfahrer. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Da ist gerade ein Top-Talent in der Stadt, das groß rauskommen will. Besser geht's nicht, Bruder. Jetzt oder nie. Der beste Zeitpunkt, um ein Projekt zu starten. Was auch immer in deinem Inneren vorgeht. Es ist Zeit, es da draußen zu zeigen. Kotze? Fordere sie zu einer Testfahrt. Vielleicht lässt dir einer der Bastarde eine Chance. So, jetzt können wir unser erstes Auto quasi wählen. Ich bin ja mehr so ein Fan, also wer die Let's Plays und so verfolgt hat, ja, und so ein bisschen mich schon kennt, der weiß, dass ich mich inzwischen zum einen nicht mehr darüber aufrege, dass man hier nur noch als Typ angesprochen wird, dass es quasi gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, hier das irgendwie umzustellen. Nach dem Motto, ach, zocken eh hauptsächlich Jungs, also Pech gehabt, wenn hier eine Frau zockt. Ne. So, und vor allen Dingen, ich bin ein Fan von japanischen Autos. Und auf der PlayStation hatte ich tatsächlich den Civic genommen. Der ging auch relativ gut ab, hatte allerdings den Nachteil, dass er relativ schlecht driftete. Weil Frontantrieb. Das heißt, wir könnten jetzt hier diesen uralten Mustang Fox...
Tut mir leid, das Ding sieht aus wie ein, entweder ein, nee, nicht ein Omega, ein Orion noch? Diese Scheinwerfer. Müsste denn der Vorgänger vom Escort noch gewesen sein? Wie hieß denn der? Schon wieder vergessen. Habe ich ja nur mal einen Podcast drüber gemacht. Da kann man sowas ja schon wieder vergessen. Und deswegen nehme ich jetzt hier lieber den Subaru BRZ. Quasi das Äquivalent vom Toyota GT86. Der ist auch ein Japaner, wer hätte es gedacht bei Subaru, und hat Heckantrieb. Wagen kaufen? Ja, man kann sich hier auch irgendwie nicht angucken, was so die Eigenschaften sind. Also Pech gehabt quasi. Ich kenne die Werkstatt. Yo! Finger weg von meinen Sachen. Willkommen im Clan, Bruder. Du steigst auf. Ja. Das Gerät ist heiß, oder? Komm schon, Ames, du musst sie dir unbedingt anhören. Sie muss schnurren, wie es sich gehört. Was geht, Mann? Bitte, bitte, sie steht gleich draußen. Spike, komm schon. Wie gesagt, wir zahlen Kunden ohne Sicherheit den vollen Preis dafür. Also, wirklich? Ist das so, ja? So ist es. Warte. Hier. Wow. Wow, also da geht's mir gleich viel besser. Ich mach's wieder gut, das weißt du. Dein Dad macht's wieder gut. Pass auf, die Jacke kostet 1200 Mäuse. Als ob, man. Das ist Öl, Mann. Ist verdammt egal, ob du der beste Fahrer weit und breit bist. Was sie betrifft, ohne Moos ist bei ihr wirklich nichts los. Sehr poetisch. Und das ist sogar richtig. Also. Bereit für ein paar Hausbesuche? Komm mit, Mann. Ich sehe dich vorne, dann gehen wir auf Tour. Ich habe ein Zeitlimit. Nikahama bedeutet Style. Keine Lust aufs Abstimmen? Bleib locker. Lass alles auf hohem Level und überlass den Rest den Spezialisten. Hast du den Driftstabilitätsassistenten ausgeschaltet? Dann solltest du gut driften können. Man kann sowas alles ausstellen, ist ja ein Ding. Hausbesuche, fahre gegen Spike und Amy. Folge dem blauen Pfeil auf dem Boden und der blauen Route auf der Minikarte. Behalte deine Route im Blick und achte auf enge Kurven. Ja, die Kiste geht wirklich so langsam ab. Sie hat zwar ein 1,8er oder 2 Liter, ich glaube 2 Liter Maschine drin. Allerdings auch nur 200 PS. Dafür allerdings Reifen vom Prius, sprich so eine Asphaltschneider, und deswegen kann man ziemlich gut damit driften. Reinfahren dann. Hätte ich das gewinnen müssen? Das Rennen gegen Spike? Hab dich wohl unterschätzt. Überlebt? Nee, nee. Spike ist kaum mitgekommen. Ah. Oh, sorry. Nicht kaum. Nein, nein. Er war der Loser. Ach, laber doch nicht. Emmanuel! Emmanuel! Schwing dein Hintern her zu uns. B-5-4-5. Hallo, Ladies. Was? Keine Umarmung, Mann? Komm schon, hey. Ich will doch nicht diese dünne Bohnenstange hier kaputt machen. Komm, Kleiner, komm in meine Arme. Lass dich von seinem Aussehen nicht täuschen. Der Kerl ist echt flink am Lenkrad. Ich bin Emmanuel. Aber das sind wohl zu viele Silben für diese Leute. Nein, nenn mich Mano. Oh, starker Griff, Mann. Hey, das ist Fred, der norwegische Hammer. Was geht, Buddy? Frederick. Also, machen wir heute noch was oder stehen wir nur rum und lästern über Spike? Ich bin für beides. Große Klappe. Wer hat Hunger? Ich habe kaum was gegessen heute. Ich verhungere.
Ernsthaft? Wo packst du das nur hin? Du isst, was er essen soll. Ja, genau, Robin. Noch mehr essen und du setzt voll auf. Pff. Halt die Klappe. Gut, Schlauberger. Der Letzte am Diner gibt mir einen aus. Nein, nein, nein. Der Letzte am Diner gibt allen einen aus. Ja. Sind die cool People so? Fahre am schnellsten, dann wird man auf dich aufmerksam. Hä? Als ich das erste Mal eine Kammer von Ken gesehen habe, wusste ich, dass Style mein Ding ist. Deiner Sprint. Wer als letzter da ist, zahlt. Um ein Event zu starten, halt. Ja, deinen Wagen auf dem Pfeil andrückt. Als Standardbild nach unten und rechten Bumper, wenn du die Meldung erscheint, achte darauf, dass dein Wagen die richtige Richtung anzeigt. Aha, hier sind wir schon bei Kontrollpunkt 5 von 8. Scheint hier alles irgendwie so in der Nähe zu sein. 7 von 8. Keiner bestellt für mehr als 5 Mäuse. Das ist ein Diner. Alles kostet mehr als 5 Mäuse. Und kein Dessert, Mann. Ich will jetzt draußen mir einen Gegner suchen. Warte nur noch auf die Info bezüglich Location. Ich bin dafür, wir fahren zurück in den Club. Du musst mitkommen. Warum? Die Straßen sind gut und die Nacht ist jung. Ich fahre Rennen heute Nacht. Nee, ich fahre zurück zur Werkstatt. Willst du nicht mitkommen? Wir machen dir ein bisschen Platz. Sie putzt dich fein raus, Bro. Eifersüchtig, Spikey? Ja, so wie auf die Leute, die sich ans Tempolimit halten. Hat jemand Travis gesehen? Oh ja, er musste jemanden treffen. Da kann man nichts machen. Magnus Walker ist in der Stadt. Habt ihr ihn mit Travis gesehen im Club? Oh, deshalb hat Spike es so eilig. Er hat noch ein Date. Ein Date mit dem Schicksal, Mann. Heute geht's ab. Und du kannst uns zeigen, was du so drauf hast, ja? Ja, Mann. Mhm. Es gibt Info, Tura Bay 5 Abend zu spielen, um Rep zu verdienen. Wahrscheinlich Reputation. Also Respekt. Achte während der Fahrt auf den oberen Bildschirmbereich, wo sich deine Aktionen in der Kategorie Speed, Style, Schrauber, Crew und... Danke. Bild nach oben. Danke, dass das nicht geht. Bleib gerade beschäftigt, ignoriere Anrufe und kontrolliere deine Nachrichten später oder warte auf einen Rückruf. Wenn du eine Nachricht anhörst, wird ein neues Ziel auf deiner Karte hinzugefügt. Also sieh regelmäßig nach. Triff Amy in der Garage. Folge der Route, die auf deiner Minikarte markiert ist. Na, nicht so ruckeln hier. Ruckel, 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 ruckel. Ernsthaft. Rechner, was machst du wieder? Nutze das Telefon, um Karten zu betrachten, um Events und Locations teleportieren, Nachrichten zu kontrollieren. Nachrichten fügen der Karte ein neues Ziel hinzu. Du kannst außerdem Events verlassen oder neu starten und von deinem Telefon zur Garage springen. Auf der Karte kannst du Events, Location, Ziele anderer Spieler in Ventura Bay sehen. Wähle ein Event aus, um dir eine Schwierigkeit und Belohnung anzeigen zu lassen, sowie Speedwall-Informationen über deine Herausforderungen mit deinen Freunden. Du kannst dich zu jedem Event an jeder Location teleportieren lassen. Danke. Ich möchte...
Ah. Nachrichten. Hier ist Amy. Hier ist Ames. Hab's ganz vergessen. Da waren komische Geräusche an deinem Wagen. Oder vielleicht war es der von Spike. Ja, es war der von Spike. Was soll's. Ich bin in der Garage. Komm vorbei. Kannst hier ein bisschen schrauben. Okay? Bis später, Amigo. Okay, Karte. Kann man hier irgendwie rauszoomen? Nee. Doch. Rauszoomen, Position 1. Ah ja. Triff Amy in der Garage. Folge der Route auf der Minikarte, die markiert ist. Ja, dann. Ach. Überhaupt nicht nervig. Du kannst alles machen, was du willst. Aber mach erstmal das, was wir sagen. Danach kannst du eventuell das machen, worauf du Lust hast. Wenn wir dir nicht sagen, dass du erst das machen sollst. Gut, dann fahren wir jetzt mal zu Amy. Wenn wir bei Amy angekommen sind, beenden wir dieses Video. Wir haben schon wieder fast 30 Minuten erreicht. Viel zu lang! So, keine Ahnung, warum ich jetzt hier lang fahren sollte, aber egal. Wird schon richtig gewesen sein. Jetzt kommt gleich eine fiese Kurve hier. Ah ne, hier durch. Aha. Angeblich soll dieses Spiel ja so eine lose Verbindung zu den Underground-Teilen haben. Mich verarschen hier. Deswegen, dass sie hier ständig bei Nacht spielen und so weiter. So nach dem Motto, die Leute fanden Underground toll. Dann machen wir mal wieder ein Spiel bei Nacht. An sich nicht verkehrt, die Idee. Auch mit dem Regen finde ich schön, wie das alles so reflektiert. Aber die schönste Grafik nützt natürlich nichts, wenn das Spiel scheiße ist. Wieso steht denn das Stoppschild hier mitten auf der Straße? So. Ja. Drücke als Schnellbild nach unten, um den rechten Bumper, um eine Garage und andere Sorteorte in Ventura Bay zu betreten. Funktioniert sogar. Hervorragend. Du willst wissen, warum ich das tue? Ich will wissen, warum du es nicht tust. Ich höre dich rumschleichen. Finger weg von meiner Playlist. Ich warne dich. Oh, hey. Travis sagte, du hast ein paar Wagen selbst gebaut und das ist cool. Okay, eine Regel. Du kannst alles benutzen. Kein Ding. Leg's bloß zurück, wo du es her hast. Ansonsten, tob dich ruhig aus. Oh, das ist mein neues Projekt. Hier. Hör dir den Sound an, Mann! Das hier wird mein Meisterwerk werden. Das kann ich fühlen. Ich will ihn fertig haben, bevor Nakai-san die Stadt verlässt. Lob von einem Künstler wie ihm macht diesen Laden zum Geheimtipp, weißt du? Okay, also das war's. Ich verschwinde. Treff vielleicht Spike. Travis hat die Wagen umgesetzt und Platz für dich gemacht. Du solltest ihn nehmen, sonst ersetzt er den Schrott mit mehr Schrott. Das ist eine gute Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen. Plane deinen Bau. Lenke deine Vision. Wow, jetzt klinge ich schon wie Travis. Okay, ich gehe. Ich bin raus. Viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns noch, ja? Oh, und tu die Sachen zurück. Cool. Bis dann. Ja, jetzt könnten wir hier quasi, Heimat ist, wo dein Auto ist. Erhalte deinen ersten Platz in der Garage. Lass dir die heißen neuen Folien aus Need for Speed Community herunter, nutze die Forscher und stöbere nach den besten Folien für deinen Wagen. Aha. Ja, jetzt können wir hier quasi unser Auto verschandeln. Willkommen dein neuen Zuhause. In deiner Garage kannst du Teile abholen, die du gefunden oder in Tageschallenges gewonnen hast. Neue Wagen mit gewonnenem
Kaching! Cash kaufen. Die Optik deines Wagens verändern. Die Leistung deines Wagens steigt. Ja, danke. Okay, und was wir hier genau machen können, das sehen wir im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich. Tschüss.